Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Felix und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Differentialquotient. Du findest das Arbeitsblatt auf unserer Webseite und ich möchte, dass du es für die nächsten Videos dann griffbereit hältst. Nun, in diesem Video gebe ich dir jetzt noch einen kleinen Überblick, was dich so erwarten wird. Schauen wir uns einmal hier diesen Funktionsgraph genauer an. Der modelliert jetzt das Profil eines Hügels und wir können uns ein paar interessante Fragen stellen. Wo ist der tiefste Punkt? Wo ist der höchste Punkt? Wie misst man die Steigung in einem Punkt? Und wo geht es am steilsten bergauf? Die Differentialrechnung gibt exakte Antworten auf diese Fragen. Dafür müssen wir zunächst einmal eine dieser zentralen Fragen gut beantworten können, und zwar, wie misst man die Steigung in einem Punkt? Und dafür brauchen wir den Differentialquotient. Wie jetzt bereits angedeutet, der Differentialquotient ist das Herzstück der Differentialrechnung und wir können ihn dafür verwenden, die Steigung eines schönen Funktionsgraphen in einem Punkt zu berechnen. Was meine ich mit schön? Naja, zum Beispiel so etwas Eckiges wie hier wollen wir jetzt nicht. Wir wollen eher so einen schönen Funktionsgraphen wie hier unten. Und nun können wir uns die Frage stellen, wie können wir die Steigung dieses Funktionsgraphen im Punkt x0, f von x0 berechnen. Dafür gibt es einen Trick, und zwar können wir die Tangente an den Graphen in diesem Punkt betrachten. Und wenn wir jetzt diesen Punkt hier genau unter die Lupe nehmen, dann stellen wir fest, dass wenn wir nah genug hinschauen, sich in der Umgebung dieses Punktes der Funktionsgraph und die Tangente kaum voneinander unterscheiden. Das heißt, die Steigung des Funktionsgraphen in diesem Punkt ist dann auch genau die Steigung der Tangente, die wir in diesem Punkt an den Graphen legen können. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir die Steigung dieser Tangente berechnen? Dafür brauchen wir einen weiteren Trick, und zwar betrachten wir jetzt zunächst eine Sekante, und zwar eine Sekante durch zwei Punkte des Graphen. Der eine Punkt ist jetzt der Punkt x0, f von x0. Und den zweiten Punkt, den wählen wir einfach ein bisschen davon entfernt. Und zwar, indem wir einfach für diesen Punkt die x-Koordinate x0 plus h wählen. Und die y-Koordinate ist dann einfach f von x0 plus h. Die Steigung dieser Sekante, die können wir berechnen. Einfach mit dem sogenannten Differenzenquotient. Und hier fällt uns auf, dass im Nenner das x0 sogar wegfällt. Das ist besonders schön. Das bedeutet, für die Sekantensteigung erhalten wir diesen Ausdruck. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, was passiert, wenn wir den zweiten Punkt hier immer näher an den Punkt x0, f von x0 rutschen lassen? Wie schauen dann die Sekanten aus? Na, die Sekanten werden dann unserer Tangente immer ähnlicher schauen. Und die Steigung dieser Sekanten wird sich der Steigung der Tangente annähern. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Grenzwert betrachten für h gegen 0, also das bedeutet, dass dann dieser zweite Punkt gegen den ersten hier rutscht, dann ist das genau die Steigung der Tangente und das bezeichnen wir dann als Differentialquotient. Das hier ist jetzt wirklich die Definition des Differentialquotienten und die ist aber relativ sperrig. Und dadurch, dass wir das so oft brauchen und dass das so wichtig ist bei uns in der Mathematik, gibt es dafür eine kürzere Schreibweise. Und zwar schreiben wir dafür gern f' von x0. Und das hier nennen wir dann auch die Ableitung von f an der Stelle x0. Also gut, dann haben wir jetzt unser Ziel vor Augen und ich freue mich darauf, in den nächsten Videos mit dir gemeinsam das Herzstück der Differentialrechnung genauer kennenzulernen.